Aber irgendwie will niemand diesen Block füllen. Ah, doch, da kommt jemand. Ah, das ist zu viel gewesen. So. Jetzt fängt es langsam an, richtig komisch auszusehen. Und ja, genau da einmal mitten rein, zonk. Ich weiß nicht, für mich ist das ein ziemlich krasser Bug eigentlich, so in der Wegfindungsberechnung. Gamebreaking ist er zwar nicht, aber er ist irgendwie KI-Breaking und das ist auch schon krass. Ich find's aber lustig eher. Ich meine, die Arbeit wird getan, nur nicht mehr wirklich effizient. Sie fangen sich zwar irgendwann dann mal wieder, aber... Ich meine, gut, dass sie dann Probleme haben, sobald ich das Ding verschoben habe, ist okay, aber irgendwann müssten sie dann halt ja wieder merken. Ich gehe zum nächsten Stockpile, der Steine hat. Und geht zum nächsten Feld, was gefüllt werden muss, was noch nicht belegt ist. So einfach mal die Logik. Aber ja, die ziehen da gerade sehr... Das könnte ein Arm sein. Von einer Qualle. SpongeBob lässt grüßen. Ja, okay, jetzt sollte ich aber die Jungs mal wieder zum Quarry schicken. Aber wir sind unter 4000.
schön. Weil... Keine Ahnung, wo jetzt auf einmal die extra Steine herkommen. Ah ja, der Quarry ist bald aufgebraucht, dann haben wir als nächstes den hier. Und ich habe schon mal einfach ein bisschen den Weg frei gemacht, damit sie von der Treppe, also von der, vom Tunnel und von der Treppe aus gut rankommen. So, dann einmal hier hin mit euch und den können wir abreißen. So. Thank you.
Jetzt machen sie hier wieder komische Sachen, ey. So, räumen wir erstmal hier auf. Na, dann mach's halt so von mir aus. Schon recht interessant, was die hier treiben. Irgendwie. So, dann mache ich denen schon mal eine Art Treppe hier runter. Du kannst da nicht hochspringen, weil... Ach so. Okay. Oh, und ihr seid hier mal wieder fertig? Also ziemlich. Okay, dann machen wir erstmal euch hier. Neue Arbeit. So, dass ihr den Rest hier auffüllt. So, und eigentlich, wenn ich jetzt noch hier einmal weghaue, sollte das reichen. So, hier.
Ist zwar keine anständige Treppe jetzt, aber ist besser als nichts. Anders kommen sie nicht hoch und runter. Und so können sie sich gegenseitig noch wenigstens etwas ausweichen, dass sie sich nicht ganz so leicht verstopfen. Okay, hier das Föhn funktioniert auch. Wir haben bald die erste Reihe fertig. Da machen wieder Steine einen Abflug. Okay, jetzt sollte das hier sogar noch besser klappen, jetzt wo sie noch eine Ebene tiefer sind.